Titty. Die ganze Woche nur Stress, viel zu viel zu tun. Doch auf mein Wochenende verzichte ich nicht. Wir treffen uns zum Warm-up, der Erste schläft schon ein. Ich zücke nen Edding und verziehe sein Gesicht. Gehen wir in nen Club oder in ne Bar? Zu viel Energie, ich muss tanzen, oh ja. Doch der DJ dreht die falsche Mucke auf, au, au. Dieser Mainstream-Dubstep geht mir auf die Eier. MacBook ist doch gar kein Instrument. Dieser Sound, das klingt wie deine Mutter, immer am Meckern. Sorry, dass ich diese Furzgeräusche nicht feier. Erstmal genug Gebrüll. Chill mich in ne Bar und trink ne Mate, yeah. Hipster. Erblicke am Dancefloor ne Hammerfrau. Die Art, wie sie lächelt, ja, steh ich drauf. Doch wie sie tanzt, sieht halt scheiße aus. Oh shit, sie tanzt nicht, sie hat nen Anfall. Scheiß Drogen. Dieser Mainstream-Dubstep geht mir auf die Eier. MacBook ist doch gar kein Instrument. In der Disco, in der Werbung, Dubstep mit allem vermischt. Sorry, dass ich diese Furzgeräusche nicht feier. Ich hör lieber Gautier, ihr Schweine habt mich angemalt. Yes! Oh mein Gott! Vielen Dank an das Ehfeld Köln, dass wir hier drehen durften und an alle Darsteller aus der Community, die mitgemacht haben. Wenn ihr auch Bock habt auf eine Komparsenrolle, eine ganz individuelle, dann folgt uns auf Facebook und Twitter, denn das ist Retro. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Yo, wie ist das bei euch mit Dubstep? Geht ihr darauf ab oder kriegt ihr davon Ohrenkrebs? Schreibt's in die Kommentare. Weiter geht's übrigens entweder mit der Anstalt unserer Parodie aus Fernsehen oder ihr gebt euch das voluminöseste Hinterteil aller Zeiten, nämlich das von Nicki Minaj. Weltwie immer weiser. Wir sehen uns nächsten Freitag.